Er ist einer der erfolgreichsten Pferdeflüsterer weltweit. Wir besuchen Klaus Ferdinand Hempfling auf der Insel Lüe und er zeigt mir, wie man mit Problempferden umgeht. Jetzt kommt er. Jetzt folgt er. Und geradeaus. Zu mir, zu mir. Sein Haus erkennen Sie zumindest im Frühjahr an dem direkt davor stehenden, wundervoll blühenden Magnolienbaum. Hempfling, das ist ja so ein richtig schön freundliches Reetdachhaus. Was ist das für ein Lebensgefühl hier drin? Also wir fühlen uns hier wunderbar wohl. Das ist auch ganz typisch für diese Gegend hier. Und es ist natürlich toll, dass man auch wirklich in so einem typischen Haus einfach hier leben kann. Ja, Sie haben sich schön hell und luftig gemacht hier drin. Ne? Warum Lüe? Wie kamen Sie auf diese Insel? Also das war vor circa 8 Jahren, da bin ich einer Veranstaltung wegen hier mal durchgefahren. Ich wollte mir das einfach mal anschauen und dann habe ich hier einfach eine Ursprünglichkeit gefunden. Ich habe im Grunde genommen sowas wie ein Klimaparadies für mich gefunden. Der südliche mediterrane Flair, also den habe ich persönlich gefunden. Und natürlich die Klarheit des Nordens, ja, diese Weite, die Brillanz, die langen Tage. Und das habe ich so nirgendwo entdeckt vorher und dann bin ich hier geblieben. Ja. Klaus ist nach Fünen gerufen worden, zu 2 Pferden, mit denen ihre Besitzer nicht klarkommen. Die beiden Tiere stehen verängstigt in einer Ecke der Reithalle. Wo Klaus Hempfling in Aktion tritt, sammeln sich sofort Schaulustige und was dann geschieht, ist schwer zu beschreiben. Das sich zunächst gegen alle Annäherungsversuche wehrende Pferd wird gleichsam in einen vertrauensbildenden Dialog eingebunden. Der Mensch als fairer, gleichzeitig aber auch kompromissloser Partner des Tieres. Super machst du das. Ganz gut. Ganz gut machst du das. Ruhiger Tonfall, immer wiederkehrende Formeln. In weniger als einer Stunde hat sich Klaus Hempfling das Vertrauen des Pferdes erobert. Es folgt ihm auf Schritt und Tritt, nimmt jede seiner Bewegungen unmittelbar auf. Wenn Sie wollen, wir haben hier einen Fall, ganz frisch. Klaus Hempfling will mir zeigen, dass es ja nicht damit getan ist, dass die Pferde zu ihm Vertrauen fassen, sondern dieses Vertrauen soll dann ja auf den Reiter oder Besitzer übertragen werden. Insofern richtet sich seine Botschaft immer auch an den Menschen. Ob und wie das funktioniert, will mir Klaus am Beispiel von Jack zeigen. Er zeigt also immer wieder für die Besitzerin, wir haben es gerade angesprochen, eben Probleme, dass er panisch wird, dass er zum Teil aggressiv wird. Es ist praktisch unmöglich für einen Tierarzt, ihn zu behandeln, ranzukommen. Und dann so von einer Sekunde zur nächsten zeigt er dann Verhaltensweisen, die dann schon auch beängstigend sind, bei so einem Tier von 500 Kilo. Was das bei Jack heißt, können wir schon Augenblicke später sehen. Der Hengst empfindet uns als Eindringlinge und reagiert heftig. Nachdem Klaus Hempfling erste Annäherungsversuche gemacht hat, soll ich nun das Vertrauen des Pferdes gewinnen. Mit dem vorsichtigen Zuwerfen der Leine soll ich Kontakt zu Jack herstellen. So, und jetzt reagiert er bereits. Ja, wir lassen ihm ja einen großen Bereich. Wir sagen nur, guck mal, diesen hier, den möchten wir haben. Mhm. Und was er jetzt macht, das ist sehr wichtig. Sehr aufmerksam. Er ist aufmerksam. Ohren nach vorne. Ohren nach vorne, er kaut und er sieht schon viel freundlicher aus. Ja. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, als Menschen uns zu sagen. Ein bisschen zu nähern. Genau, und das wird er auch zulassen. Ja, ich möchte nicht, dass er frisst. Ja, da reagiert er schon drauf. Toll. Er kämpft ein bisschen. Wir sagen, gut, wir warten noch ab. Jetzt kommt er von sich aus. Guck mal. Und jetzt möchte ich, dass du da stehen bleibst. Respektier uns. So, und jetzt beginnt eine Partnerschaft. Jetzt können Sie Schultern schön tief, ganz freundlich, ganz vertrauensvoll einfach ihn ans Halfter nehmen. Ja, Jack, kommst du zu mir? Ja. Ja, komm mal her. Und hier einklinken. Sehr gut, das war sehr direkt, sehr klar. Jetzt den Strick. Der Erfolg seiner Methode ist frappierend. Dennoch geriet Klaus Hempfling vor einigen Jahren in die Kritik. Man warf ihm vor, sich wie ein Guru zu gebärden und die Bedeutung seiner Arbeit und die des Pferdes für den Menschen mystisch zu verklären. Diese Kritik ist in den letzten Jahren weitgehend verstummt. Seine Bücher sind Bestseller. Aus der ganzen Welt kommen Seminarteilnehmer zu ihm nach Lüe, um von ihm zu lernen. Super. Jacks Besitzerin dürfte zukünftig zu ihnen gehören. Entspannung, eine ganz tiefe Entspannung sucht. Herr Hempfling, ich danke Ihnen sehr für diesen kleinen Einführungskurs. Und wünsche Ihnen noch viel Glück, dass dann auch die Besitzerin von Jack irgendwann mit ihm genauso entspannt klarkommt wie ich jetzt. Prima.
So, und ich möchte mir jetzt noch was angucken hier auf Lyö. Hier gibt es ja einen Ort, an dem kann man sich was wünschen. Und dann geht das auch in Erfüllung, ist das richtig? Auf zum Glockenstein. Wo ist der? Direkt hinter dem Berg hier. Da über die grünen Hügel. Richtung. Genau. Das gucke ich mir jetzt noch an. Viel Vergnügen. Danke Ihnen sehr. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss, Jack.